Am Donnerstag trafen sich Mitglieder und Gäste der AmCham Germany in der Region Nordrhein-Westfalen zum traditionellen Summer Barbecue im Golfpark Meerbusch. Nach 15 Jahren ist das Event fester Bestandteil im Jahreskalender der AmCham NRW. Ein Tag, an dem es mal nicht um Wirtschaft und Politik gehen soll. Also eigentlich wollten wir heute die neue Konsulin vorstellen, die seit 2 Wochen hier in Düsseldorf ist. Ist heute leider nach Berlin abberufen worden zum Botschafter, das ist ihr Chef. Den können wir sie heute nicht vorstellen. Ist uns quasi ein Programmpunkt und ein Highlight genommen. Das holen wir aber im November beim Thanksgiving-Event nach. Heute geht es in der Tat nur um Netzwerken, Sprechen und menschliche Beziehungen und nebenbei Probefahren bei Ford mit den Mustangs. Und die waren nun wirklich nicht zu übersehen und zu überhören. Dr. Alexander Schröder-Frerkes begrüßte die Gäste und bedankte sich beim amerikanischen Handelskonsul Ken Walsh für sein Kommen und bei den Sponsoren für die Unterstützung. So ganz ohne das Thema Wirtschaft ging es dann aber auch bei leckerem Fleisch und einem guten Wein nicht. Ausblenden tun wir sie natürlich nicht, aber sie ist heute mal beiseite gelegt. Das ist der großpolitischen Lage geschuldet, die ja im Moment nicht so schön ist. Wir reden vom Handelskrieg, all bösen Sachen, aber es gibt so Tage, da muss man einfach mal auch zusammen was Nettes erleben und feiern und einfach die amerikanisch-deutschen Beziehungen pflegen. Gerade wenn es eben auf höchster Ebene kriselt, dann ist die Ebene darunter, die Wirtschaft, gefragt. Und wir dürfen alle nicht vergessen, dass die Beziehungen zwischen Amerika und Deutschland von höchster Wichtigkeit für beide sind. Aber insbesondere für Deutschland, weil unsere Handelsbeziehungen zu den Amerikanern sind für unsere Wirtschaft extrem wichtig. Wir können uns gar keinen Handelskrieg leisten. Wir wollen es auch nicht. Ist auch völlig unnötig. Und wir hoffen, dass wir Lösungen und Wege finden. Und solche Tage und Abende führen dazu, dass Leute miteinander reden und dann gleich zu besseren Lösungen kommen. Dr. Alexander Schröder-Frerkes freut sich auf das Event. Idealerweise sollte für ihn der Abend wie folgt verlaufen. Gute Gespräche und eine gute Erinnerung an einen schönen Abend. Das Wetter spielt sowieso schon mit, da haben wir super Glück. Wahrscheinlich der letzte schöne Tag in diesem Jahr, den werden wir genießen und das würde mir reichen. Also wenn alle zufrieden nach Hause gehen und einen netten Abend gehabt haben.